Ich würde sagen, wir gehen direkt zu Vincent und Willy. Die haben ein Video gemacht über ihre Grails oder so. Ah, da haben wir schon. Outfit Battle. Willy 6000 Euro Grail. Vincent fühlt es gar nicht. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir schauen es uns an. Here we go, Leute. Meine lieben Freunde der kompetitiven Unterhaltung, ich sitze heute hier mit Willy. Ich bin Willy mal wieder schwerst motiviert. Wie immer habe ich allerbeste Laune. Wie geht's dir? Du bist lustig, sehe ich. Aber ja. Ansonsten. Ja, mir geht's gut, weil wir heute ein Video machen, worüber ich mich besonders freue, euch das. Die neue Crib von Vincent ist so nice. Schaut richtig geil aus. Wo ich habe ja vor kurzem, oder ich weiß nicht, er hat halt erzählt, dass er gerne umziehen möchte. Und dass das so schnell gegangen ist, eine so nice Crib zu bekommen, congrats. Zeigen zu können, denn es ist mal wieder soweit. Ich habe mir ein Holy Grail aus meiner Liste gekoppt. Und den wollen wir euch heute zeigen. Und dann, was machen wir noch? Na dann gibt es ein richtig dickes Outfit-Battle aufs Brot geschmiert. In kleine Reiterchen geschnitten, auf dem Teller serviert und euch vor die Nase geschoben. So sind wir nämlich. Deswegen würde ich sagen, ich stecke meinen Finger hier rein, du auf der anderen Seite und wir heben es mal hoch. Okay. Freunde? Ich bin aufgeregt. Eins. Okay, du fängst an. Ich fange an. Drei, zwei, eins. Da, 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 da. Oh, easy. Da, da. Okay, ups. Mal. Ja, ihr seht's. Der Yeezy 2 von Nike Pure Platinum. Okay, die Amber Stunks, sehe ich das richtig? Hat er die Amber Stunks an? Colorway, ein wunderschöner Schuh, den viele wahrscheinlich... Ich habe in einem Video unabsichtlich gesagt, die Amber Jordans lost. Nicht unfassbar hässlich finden, aber ich finde ihn ziemlich nice. Ist auch absolut wearable, das Ding. Geiles Ding, muss man... Ja, würde ich so heute nicht mehr tragen, tatsächlich. Aber für viele noch ein Grail natürlich, weil... Schon ein Meilenstein im Sneaker-Game, würde ich sagen. Das stellt auch nicht sagen, dass die... Nike-Zeit von Kanye die bessere Zeit war als die von Adidas, bin ich immer noch der Meinung, ich glaube, da hätte noch echt viel Geiles kommen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ein sehr schöner Schuh, sehr schwer zu bekommen, vor allem DS, Deadstock. Nein, er hat die Travis Jordan an. Was er ist. Shoutout an dieser Stelle natürlich auch an Efren, Iwu, mein Kumpel, der mit ihm besorgt hat, für einen wirklich guten Preis verkauft hat, also ist ja auch nochmal verlinkt, Iwu Supply. Kann man auf jeden Fall mal abchecken, der Mann ist ein richtig guter. Ja, und wir haben hier den Schuh, der ist rausgekommen im Juni 2012. Also es ist tatsächlich auch schon 8 Jahre her. Krass. Genau. Vince schraubt das Ding erstmal auseinander, so wie er es immer gerne macht. Ja, auch angepisst, dass das nicht die Supreme-Tipps sind, die du hier noch dran gemacht hast, weil das fehlt auf jeden Fall. Tut mir leid. den gab es noch als Solar, hieß der Solar? Ja, ich glaube. Red October meint oder wie? Ich glaube schon, auf jeden Fall diese schwarze Variante, der Flexer. Die ist auch sehr, sehr nice. Auch hat. Mhm. Und dann gibt es den noch als Red October, den kennt ihr ja. Das ist ja so mit Most Hyped Nike Yeezy. Ja, aber furchtbarer Schuh. Es gibt. Dieses Rot, einfach Katastrophe. Ist auch extrem schön, ja. ist halt der gleiche Schuhgröße, ne? Nur in Rot komplett. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein unfassbar cooler Schuh, den ich wirklich schon lange auf der Liste hatte. Haben sich halt in den letzten Monaten einige Leute, die ich kenne, auch geholt. Ich jetzt auch. Und. Ja, ich glaube, mehr oder weniger ist dazu alles gesagt. Die ihn kennen, werden ihn feiern, einfach der Nostalgie wegen. Und die ihn jetzt vielleicht noch nicht gesehen oder gekannt haben, ja, vielleicht auch nicht so, weil es jetzt nicht mehr unbedingt eine zeitgemäße Silhouette. Aber zu Represent muss man halt auch sagen, man zahlt ordentlich für die Marke, weil es schon recht High Fashion. Ich meine, es wird bei Amici und so verkauft. Safe. Represent entscheidet sich natürlich auch dazu, an Retailer zu verkaufen. Übrigens nur das, was ihnen überbleibt. Aber man muss auch dazu sagen, Represent, wie lange gibt es das? Seit 2012 oder so? MEM, wie lange gibt es das? 2019? Ein Jahr, Leute. Ein Jahr. Und für das sind wir schon sehr gut aufgestellt. Wette ist, aber ich finde das Ding richtig geil. Was sagst du dazu, Große? Schön, dass du mich nach meiner Meinung fragst. Natürlich. Willst du die ehrliche, ja, natürlich, die unverblümte, ehrliche Meinung. Verletzende Wahrheit? Ja, man muss aber dazu sagen, er kennt den Schuh schon vom ehemaligen Mitbewohner Alex, weil der den auch aber hat der in Schwarz. Die schwarze Variante und... Das hat mich beschissen, Alter. So ein hässlicher Schuh. Es ist unglaublich. Ich fand den damals. Ich kann wirklich überhaupt nichts damit anfangen. Aber dieser Schuh, es ist unglaublich. Ich fand den damals. Ich kann wirklich überhaupt nichts damit anfangen, aber auch einfach, weil
Wir werden ja nachher jetzt gleich sehen, das ist ja dann Part 2 sozusagen, was wir damit noch vorhaben, dass wir uns ja beide ein Outfit damit zusammenstellen müssen oder werden. Geil. Ich bin gespannt. Nice, Freunde. Ich erinnere mich nur noch daran, wie der früher halt gestylt wurde. Und das war ja schon wirklich ganz... Mit ganz viel Aufwand. ...wild, mit irgendwie so turmhohen Snapbacks und dann irgendwelchen Distressed-Denim-Hosen eng. Ja, also ganz eng. Hier schön diese Botte unten dran, HBA, Longsleeve vielleicht noch dazu. Also das war auf jeden Fall... Für die es nicht kennen, Hood by Air. Hood by Air, genau. Ja, also finde ich eine der Zeiten, wo ich mit Mode so... Was heißt, am wenigsten anfangen konnte, ist Bullshit. Auch so ein bisschen die Zeit, wo ich so richtig. Da warst du doch gerade mal 5, Alter. Ach, 2012. Halt dein Maul, Alter. Ich bin 37 Jahre alt. Also, ja, kommt auf jeden Fall aus einer schwierigen Era, finde ich, stylemäßig. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwie in 5 Jahren, wenn ich mir jetzt die jetzige Mode angucke, wird mir die trotzdem besser gefallen als das, was zu der Zeit los war. Nichtsdestotrotz. Aber auch da werden wir uns am Kopf greifen, vermutlich. Bin ich gespannt, wie man den stylen wird. Das ist unsere Aufgabe ja jetzt auch. Und jetzt können wir ausschnicken, wer anfängt. Ja, der immer so die große Klappe hat, würde ich sagen, oder? Also du. Mich würde nämlich echt mal interessieren, wie du das packst, diesen Schuh anzuziehen, wie du den stylst. Richtig geil wäre, wenn du jetzt wirklich mit so einem HBA Longsleeve und Distressed Röhrenjeans ankommen würdest. Das würde ich auf jeden Fall tot feiern. Aber hier, dein Schuh. Hast du den schon mal jetzt angehabt? Eigentlich? Nee, eigentlich nicht, deswegen ist es jetzt, es tut schon... Ah, der hat den noch nie getragen. Ein bisschen weh, aber na, ich werde den sowieso früher oder später anziehen. Also dadurch, dass wir jetzt hier im Laden sind, ist ja auch alles halbwegs sauber, von daher... Im Laden? In welchen Laden? Wollte ich gerade sagen. Gott sei Dank. Aber ich wollte noch an dieser Stelle kurz sagen, Vincent ist eigentlich nur neidisch, weil bevor wir das Video angefangen haben zu drehen, hat er nämlich hier bitterlich geweint, dass ich mir den Schuh geholt habe und er den nicht gekriegt hat. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, wollte ich nur noch sagen an dieser Stelle. Alles pure Neid. Nein, wir fangen jetzt mal an. Ich grab mir das Ding jetzt und wir sehen uns gleich wieder mit einem von mir gestylten Outfit. Okay, bin gespannt. Danke. Richtig schön ist, dass Willi eben gerade aufgestanden ist mit den Worten, dass er gar nicht weiß, was er jetzt anziehen will. Der Mann hat einfach seine Klamotten zu Hause vergessen. Muss ich jetzt irgendwas raussuchen? Das wird auf jeden Fall wunderbar. Dementsprechend weiß ich auch nicht, was mich hier erwartet. So viel sei gesagt, ich bin mir zu 73,7% sicher, dass es auf jeden Fall beschissen aussehen wird, weil gute Outfits mit dem Schuh... Ah, doch, wenn man will, kann man alles gut rüberbringen, gut kombinieren. Nicht möglich. Yeezy, Yeezy, Yeezy. I feel so accomplished. I don't talk a lot of shit, but I just did the numbers. So, mit diesen Worten würde ich sagen, Willi, komm rein, Alter. This right here is my swag. Oh. Ich find's ganz cool. Okay, mit dem Lowlight Studios Zip. The girls. Ich finde auch die Hose ganz nice. Ja, kann man auf alle Fälle machen, oder? Geht fit. Ja, finde ich schon gut. Ja, aus, Alter. Da bin ich, Freunde der Sonne. Ja, aber Willi kann sich einfach anziehen. Ganz easy und entspannt, ein lockerer Fit, leider nicht so geworden, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Ganz easy, Digga. Wie ihr seht, am Fuß habe ich den besagten Schuh, dazu habe ich eine Carhartt Work Pant Cargo Custom Hose angezogen, die ich von den lieben Leuten von Bushwerk Customs bekommen habe. Keine Ahnung, wie man auf den Namen kommt, aber ist ganz witzig. Wie ihr seht, meine Initialen hier oben eingestickt, habe ich mich sehr darüber gefreut, finde ich auch sehr nice, sehr cool gemacht. Hinten nochmal auch mit dem versetzten Logo. Und dazu eine Zipjacke aus der letzten Lowlight Studios Kollektion. Prada Bag, einfach so für Everyday. Und dann noch, ja, Vollständigkeit halber. Ja, klar. Ist ja eine Rolli. Nein. Uhr, noch ein kleiner Ring. That's it. Cooler Fit. Chat, was meinst du? Wie viel von 10? Ich würde dem eine 7,5 bis 8 von 10 geben, weil ich auch schön finde, dass er drunter noch sein violettes Shirt hervorblitzen hat. Ist ja auch immer so, ne? So ein Schuh muss man dann auch irgendwie so ein bisschen versuchen zu highlighten. Habe ich jetzt nicht so gut geschafft mit der Hose, aber... Findest du? Ja, finde ich schon. Ärgert mich auch, ich hätte doch mal anfangen sollen, weil wir hatten auf jeden Fall eine sehr ähnliche Idee. 7 von 10, 8 von 10, also Chat mit mir, relativ d'accord. Ich will aber gar nicht weiterreden. Kann nur wirklich sagen, Kompliment.
Ich hätte nicht gedacht, dass man das hinbekommt, den Schuh dann doch einigermaßen schön zu stylen. Ja, finde ich cool. Color Coordination gefällt mir gut. Hier mit der Tasche, die Hose ist alles super. Sehr modernes Element hier natürlich. Ja. Und dann hier dieser Schinken von einem Schuh an deinem Fuß. Wunderbar. Macht's erträglicher, meinst du? Es ist in Ordnung, ja. Okay, gut. Ja, sehr schön. Ja, also ist immer wieder schön zu hören, von meinem größten Kritiker auch positive Worte zu bekommen von meinen Fits, weil sonst heißt es immer nur, siehst scheiße aus. Mhm. Kann Franz ein Lied von singen. Aber danke fürs Feedback und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich aber auch extrem gespannt, was jetzt kommt. Na klar, da setze ich mal hin, gib mir mal die Schuhe. Für Vince ist das natürlich eine ganz besondere Herausforderung, weil der Mann fühlt diese ganze kranke Hype-Schiene überhaupt nicht und versteht solche Schuhe halt dementsprechend auch eher wenig. Hat man ihn auch gemerkt in diesen auch mega nice dazu. Ersten Feedback, was er gegeben hat. Aber das ist ja immer umso schöner. Willi und Vincent, Top-Videos, die da rausbringen. Nice, gefällt mir gut. Um dann rauszufinden, wie er sowas anziehen würde, wenn er es muss und nicht anders kann. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, Kanye sieht das hier und kann sich vielleicht ein bisschen Inspo holen vom Style God persönlich. Deswegen Bühne frei für den guten Vincent mit seinem Easy Platinum Fit. Digga. Oh. Ja, aber das kennen wir ja schon, dieses Auto. Oh. Alles schlicht schwarz und dann graue Schuhe dazu. Verrückt. Uff. Okay, jetzt wird's wild. Jetzt die eine an der einen und der andere Tasche. Alter, ich komme nicht klar. Ich habe übrigens gerade hier noch eine Ecke gefunden. Aber die ist ja blau, oder nicht? Dann wären das so beschissen. Die Hose ist auf alle Fälle nice. Ist, glaube ich, auch eine Carhartt. Prada-Jacke dazu. Gut gemacht. Oh. Das ist mein Fit, man sieht's. Ich habe mir gedacht, ich mache eine ganz tolle Sache. Und zwar so viel vom Schuh verbergen, wie irgendwie geht. Ja, ist auch eine Variante. Damit der Fit einigermaßen erträglich wird. Hat nicht so gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin unzufrieden mit dem Outcome. Ich konnte den natürlich vorher nicht anprobieren, weil er bei... Ja, also Willi hat es auf alle Fälle besser gemacht. Ich fühle mich ganz komisch und überhaupt nicht wohl. Wie sehe ich aus, Willi? Die Jacke ist für mich sieht das aus wie Navy Blue. Ja, also das. Achso, soll ich durchgehen eigentlich erstmal nochmal was sagen? Ja, gerne. Findet ihr nicht, dass die sehr bläulich wirkt? Wie mein BMW, der schaut schwarz aus, aber wenn Licht drauf kommt, wird er blau. Ich habe hier auch, wir hatten eine ähnliche Idee, was die Hose anging. Das ist halt, wenn man sich vorher nicht abspricht, da sieht man, dann passieren hier so Sachen. Ich habe die vom Felix Ortmann, hast du gesagt, ne? Ja, ich kenne den richtigen Namen nicht. Instagram ist auf jeden Fall unten in der Bio auch. Da habe ich die her, also auch so ein Custom-Ding, ein ganz normaler Nike. Sweater. Wer hätte gedacht, dass ich einen Yeezy mit einem Nike Swoosh kombinieren kann. Total kreativ mal wieder. Richtig kreativ, genau. Und dann hier diese Prada-Jacke. Ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach, ich wusste nicht so richtig, was ich hier machen soll. Hab einfach irgendwas probiert. Das ist am Ende bei rausgekommen. Ahnbar. Also ahnbarer Vincent-Fit. Finde auch sehr gut. Also das passt. Also wenn du jetzt diesen Schuh wirklich tragen würdest, würde ich dir das auch abkaufen so in der Gesamtkonstellation. Ja. Aber wenn du jetzt anders. Aber er hat es deutlich besser gemacht, der Willi. Kommen wir es dann vielleicht nicht. Aber ich finde es schön und ich finde es auch cool, dass er so ein bisschen trotzdem versteckt ist. Swoosh zumindest und man nur am Ansatz erahnen kann. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu anziehen würde, ehrlich gesagt. Ah ja, doch, ich wüsste schon. Um was es sich handelt, also ja, alles in einem sehr gelungener Fit und ich glaube, es wird tatsächlich auch für die Zuschauer sehr, sehr schwer zu entscheiden, wer hat die coolere Constructed Pant an. Beide Prada, beide Workwear Customs. Das Einzige, was hier der Unterschied ist, sind unsere Sweater. Ansonsten sehen wir relativ gleich aus. Einigen wir uns doch einfach intern auf den Unentschieden, oder? Unentschieden. Na, Willi hat deutlich gewonnen. Ja, aber ich bin trotzdem ein bisschen besser. Nee. Nein, sind wir mal fair, sind unentschieden, ja, aber ich bin trotzdem ein bisschen besser. Nee. Nein, sind wir mal fair, sind unentschieden, das letzte Mal wer hatte da gewonnen? Du oder ich? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Ja, genau, aber ihr könnt ja wie immer in die Kommentare schreiben, welcher der beiden Fits euch besser gefallen hat. Lasst gerne ein bisschen Liebe da und Feedback und allgemein auch, wie ihr den Schuh findet. Kennt ihr den Schuh? Wolltet ihr den schon immer mal haben? Wolltet ihr den nicht haben? Findet ihr den hässlich? Was auch immer. Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Wir sind für heute raus. Das war unser kleines cooles Video. 2 Platinum Fit Battle. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat es gefallen. Mehr davon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video schon sehr bald wieder. Tschüss. Sehr, sehr nice. Grüße gehen raus an die Jungs. Wieder top gemacht. Gefällt mir gut.